Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Crash Bandicoot 3. In der letzten Folge haben wir ja Engine besiegt und ja, haben da einiges geschafft. Heute machen wir mit der letzten Welt, kann man sagen, weiter. Gone Tomorrow. Okay. Ich habe zumindest mal stehen, dass es möglich ist, beide Kisten, Edelsteine gleich zu bekommen. Naja, das werden wir sehen. Genau, was ich gar nicht gezeigt hatte. Wo war das? Genau, linker Trigger ist das bei mir hier. Und dann können wir jetzt Wumperfrüchte verschießen. Genau, anvisieren, anvisieren und schießen. So. Genau, das können wir mit den Typis hier jetzt auch machen. Mit jedem Gegner können wir das jetzt machen. Das ist so cool. Moment, geht das auch mit Kisten? Ich glaube ja. Genau. Ich weiß nämlich, dass teilweise hier noch im Level außerhalb unserer Reichweite auch noch Kisten versteckt sein werden. Und das wird richtig mies. So, ein Roboter. Ja, ouch. Ich wusste nicht mehr, was er macht. Das ist denn doch zu lange her. Naja, müsste ich gleich mal sehen. Wahrscheinlich ausweichen. Ich weiß doch, der hält einem irgendwie den Hintern hin, so von wegen, haha. Triffst mich nicht und sowas. Naja. Werden wir sehen. So. Die Kisten wieder mitnehmen. Mhm. Genau. Entweder kann man dagegen schießen oder halt so wie jetzt einfach gegen drehen. Naja. Na, achso ja. Da einmal schießen. Und den Typi bitte. Sehr schön. Ach ja, und ich habe gestern auch wirklich rumgezetert, rumgeflucht. Ich habe Crash Bandicoot 1, zumindest in der Insane Trilogy, durchgespielt. Wirklich zu 102% und es war die Hölle. Vor allem der allerletzte Level, wo man dann, der eigentlich aus dem Spiel gar nicht, oder gar nicht im Spiel sein sollte in Teil 1, für PS1. Boah, das war so ein, das war richtig nervtötend. Aber ich habe es geschafft. Ich weiß gar nicht, so 2 Stunden habe ich an dem Level gesessen oder 1 Stunde. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also vielleicht werde ich irgendwann mal, wie kann man es nennen, ein Let's Rage machen, dass ich wirklich, ja, Crash Bandicoot 1 spiele. Moment. Ja, jetzt. Ah ja, sehr schön. Wusste ich doch. Ach nee, aber wie gesagt, das war unglaublich nervtötend. Oh, da oben fehlt noch einer. Genau, da die Ausrufezeichen-Box. Macht jetzt aber nur die hier, okay. Ach so, ist das so, da reicht es ja auch noch eine. Auch gut. Aber für da oben nicht. Ih, wo ist denn für da oben? Moment. Hihihi. Weg mit ihr. Weg mit euch. Weg mit euch. Ha, aber wo ist denn für da oben? Ja, stimmt, wir haben ja den Doppelsprung. Den physikalisch auch voll möglich machenden, machbaren Doppelsprung. Hm. Also ich sehe da jetzt kein Dingens. Na komm. Ja, bitte. Zwar. Zitzitze. Aber da oben die Kiste. Hm. Vielleicht hier hinten irgendwo. Ich sehe zumindest keine. Ah, da müsste ich zur Not wahrscheinlich wirklich mal wieder nachgucken. Ja, aber Teil 1 musste ich auch so viel nachgucken. Also, oh, nee. Das wäre echt nicht feierlich. Nee, dann lasse ich das erstmal. Gehen wir erstmal so weiter. Dann fehlt uns leider eine Kiste. Na, wahrscheinlich habt ihr irgendwo den Ausrufezeichen-Block schon gesehen und, naja. Na, ich werde es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge irgendwie mal gucken. Ah ja, so der Dinger wieder. Und auch schon der Kristall, das ist super. Ich wollte gerade weggehen. Scheiße.
Und ich sag mal, die 99 Leben, die ich dann in Teil 1 hatte, das war so bitter nötig. Ich find's auch so cool, dass dann, oder so interessant eher, dass am Anfang immer noch so kleine Hinweise stehen. Zumindest in der Insane Trilogy. Ich hab's zu spät gesehen. Naja, und da steht dann halt wirklich sowas wie mit wie bei, ja, im TNT-Fässer solltest du dich nicht hineindrehen, weil das macht Bumm, macht Aua, macht tot. Genau. Dann lieber draufspringen, dass das ausgelöst wird. Und aber auch, naja, so für die Bonus-Edelsteine, für die bunten, dass man da eben... Autsch. Ah, ich wollte eigentlich... Naja, egal. Dass man da nicht sterben darf und alle Kisten aufsammeln soll. Genau, zerstöre alle Kisten, ohne dabei zu sterben. Und dann kriegt man erst den bunten Edelstein. Das ist bei einigen Leveln so richtig mies. Und auch die Zeitlevel, ich habe das kaum noch gemacht am Ende. So, jetzt. Dankeschön. Aber bei dem allerletzten Level, wo ich meinte, ja, das ist übelst schwer. Ah, okay. Hä, was war das denn? Na gut, wir kriegen eh nicht alle Kisten im Moment. Also ist das nicht ganz so dramatisch. Naja, und da stand dann eben sowas bei, viel Glück, in Klammern, du wirst es brauchen. Das glaube ich sofort. Okay, das war zu langsam. Naja. Also eine Stelle hatte ich da gestern auch, so ein Bonus-Level, und das war, oh, das war so zum Kotzen. Da musste ich dann auf das TNT fast drauf stehen bleiben und dann schnell rüber, wenn es ausgelöst hat. Oh, nee. Ach so, ja, richtig. Hihihihi. Ich kann ja auch das hier machen. Geht doch. So, dann da oben. Ja, genau, die Wumperfrüchte sammelt es auch ein. Finde ich ganz nett. Und so haben wir eigentlich dann nie wieder großartig ein Problem mit Nitro- oder TNT-Kisten. Ist schon ganz gut. Ja, 53 Leben. Ja, das geht schon. Aber ich habe mich trotzdem gar nicht so blöd angestellt. Muss ich ja gestehen. So. Ah, hier. Ja, für die Wumperfrüchte kann ich ja das immer mitnehmen. Oh, Dankeschön. Weg mit dir. Ah, okay. So wie die Schildkröten kann ich einmal drauf bouncen. Hö. Nicht schon wieder. Mhm. Ja, das wird jetzt lustig. Aber ich kann ja auch so machen. Ich glaube, wenn ich zu langsam bin, dreht er sich wieder. Naja. Deswegen, ich habe schon überlegt, Teil 1 vielleicht doch nochmal anzurühren. Und da dann aber auch wirklich zu sagen, ja, das wird ein Gefluche und Geschimpfe bis zum geht nicht mehr. Hier. Und zack. Ich glaube, ich habe schon ein paar Kisten hier schon übersehen, aber naja. Ich werde es ja sehen. Na, das ist auch ein bisschen fies. Aber wie man sieht. Ah, 17 Kisten etwa. Naja. Stimmt, dann fehlen uns ja sowieso noch welche. Hm. Ne, da würde ich dann einfach mal offscreen gucken, wo ich da die Kisten übersehen habe. Vor allem auch diese eine Kiste. Naja. Okay, Orange Asphalt, also orangener Asphalt. Okay. Kann man eigentlich wirklich auch Deutsch aussprechen, so wie es da steht. So. Und wieder einmal schön in Ruhe gleich machen. Ich kann ja nebenbei was trinken.
So, und jetzt langsam davon tuckern. Chip, chip, chip. Oh, habe ich den Vogel eben überfahren. Ich wusste nicht mehr, dass die auch nach vorne zurückfahren. So, da oben. So, und hier. Hier, im Grunde habe ich den Vogel jetzt überfahren. Warmes Ding. Rechts entlang bitte. Danke. Na, hier sind keine. Da sind die Kisten. 20 Stück brauchen wir. Ja, ich denke mal, das ist kein Problem. Über die Rampe brauche ich nicht. Okay. Na, also, jetzt ist er mal weggeflogen. Sag mal, wie langsam tuckert der da vorne einfach? Also... ist mir auch ein bisschen unverständlich. Vor allem, wie unfair ist das bitte? Der darf da irgendwie so rüberfahren über den Gras hier links, ne? Und so, ja. Aber ich nicht. Dann werde ich langsamer. Das ist auch unfair. Ja gut, wir haben ein Motorrad, der hat ein Auto. Ist trotzdem unfair. Ja, sehr schön. Wie viele noch? 6 Stück. Okay. Und vor allem, ich bin auch so richtig begeistert, wie jetzt auch Crash Bandicoot 2 und 3 aussehen. Oh, das ist so wunderschön gemacht. Das stimmt, hier die Rampe wäre bescheuert, wenn wir das nachher machen. Weil wir ja den Tempo-Boost gar nicht mehr bekommen. Weil wir da drüber springen dann. Ich meine, guckt euch das an. Ich gebe nicht mal Vollgas und bin jetzt schon wieder Siebter. Müssen wir da rauf? Nein. Ha, doch! Links, links! Ah, das finde ich jetzt doof. Wenn man dann stirbt, dass man dann einfach nur nach rechts teleportiert wird. Ja gut, das habe ich auch ein bisschen bemängelt, aber hier bei Teil 1 jetzt, dass man dann immer an den Anfang zurück muss. Aber naja, ich glaube, bei so einem Rennen ist das dann halt was anderes. Da möchte man dann nach Möglichkeit den besten Platz natürlich wieder kriegen. Naja. So, und nochmal ganz gemächlich entlang tuckern. Ich wollte ja auch immer früher so Führerschein machen für Motorrad. Aber halt, ja. Für mich ist es leider ein bisschen teuer. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt mit meinem Auge ist. Da ich ja auf dem rechten Auge nicht richtig sehen kann, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch Führerschein überhaupt machen darf. Da ich das ja permanent abgeklebt habe jetzt. Oder zumindest hier nicht das Auge selbst, sondern das Brillenglas. Keine Ahnung. Müsste ich eigentlich mal einen Arzt fragen oder so. Aber ich meine, für mich kommt das trotz allem im Moment nicht in Frage, weil, wie gesagt, einmal Kosten und zum anderen sowieso, ja. Ich bin schon ganz gut hier unterwegs mit Bus und Straßenbahn. Also alles super. So. Ja, ich lasse den mal ein bisschen weiter wieder vorfahren. Ich auch gerade. Kann ich denn jetzt nochmal überholt werden? Ich glaube ja, ne? Wäre zumindest logisch. So, wieder 6 Stück hier. Also habe ich keinen übersehen. Das ist super. Na, ich habe auch das Talent. Ich kann das denn doch mal übersehen. So ungefähr gerade die Strecke gefahren und dann aber trotzdem so Mist. Nein, nein, bitte nicht. So, wo war das jetzt? Das müsste irgendwo auf der linken Seite gewesen sein. Dass wir da die Rampe nehmen müssen. War das hier? Ich glaube ja, ne? Ja, und dann aber mit Speed. Nein! Okay. Okay, okay. Ich verstehe schon. Spiel, du magst mich heute auch nicht. Na gut, in dem Fall war ich einfach zu langsam, das stimmt. Ich kann ja mal einfach spaßeshalber versuchen, richtig loszubrettern und dann alle einzusammeln, aber ich glaube, das würde ja noch länger dauern, weil ich dann noch mehr verkacken würde und noch mehr übersehen würde.
Ich könnte ja zumindest mal langsam anfahren. $5 für ein Soda. Na gut, Soda im Englischen ist jetzt nicht wie bei uns hier Wasser, sondern so Sprudel. Sowas wie Cola. Na, dankeschön. So schön hier. Aber finde ich schon ganz gut, dass die dann auch so ausweichen müssen. Ist gut mitgedacht. Ja, ich weiß, es ist logisch, sonst kommen die ja auch nicht durch. Aber irgendwie lustig wäre es doch, wenn die dann plötzlich auch mal an so einem Polizeiauto festhängen würden. Zumindest so die Letztplatzierten, dass man da einen Platz gut machen kann. Ja, aber ansonsten... Naja. So, dann hier links. Kisten. Nein! Potsau! Hm. Ja. Natürlich muss jetzt sowas passieren. Ah, ist nicht ohne Grund eines der letzten Level. Man sieht's ja. Oder ich lasse die wirklich mal richtig weit vorfahren. So, dann die Frage, was habe ich jetzt zu erzählen? Ja, genau, ich war gestern im Zoo. Das war auch wirklich sehr schön. Haben wir die Tierchen mal wieder schön beobachten können. Ein paar Neuerungen sind mit dazugekommen. Wir haben endlich Löwen hier bei uns im Zoo. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, dass wir endlich die hier auch mal herbekommen haben. Dafür sind aber, glaube ich, die Hyänen gar nicht mehr da. Die mit den süßen, runden Öhrchen. Naja, was soll's. Stimmt, gestern waren wir gar nicht mehr bei den Nashörnern. Naja, aber ansonsten sind wir einmal komplett durch den Zoo durch. Das war schon sehr schön. Stimmt, das letzte Mal war ja wirklich 2019. Da war von der momentanigen Situation gar keine Rede. Ja, tucker du mal da vorne entlang. Aber wie karg das hier auch aussieht, ne? Ja, ich weiß, Wüste und dann hier und da nur ein bisschen was. Naja. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch wieder etwas schneller rüber. So, damit er schön hinter uns bleibt. Genau, wann wart ihr denn das letzte Mal in einem Zoo? Oder so Tierpark? Oh, Lüneburger Heide würde ich gerne mal wieder hin. Oder Wildpark Schwarze Berge. Oh, das war immer so schön. Hey! Bitte! Das gibt's doch nicht. Da war ich zu schnell. Das ist auch noch nicht passiert. Na, ich möchte aber auf jeden Fall den Level schaffen. Was wäre der hier? Flaming Passion. Ah, da gibt's den grünen Edelstein. Okay. Na, den hier auf jeden Fall noch und auch noch den anderen. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit der Folge, weil ich mich hier so doof anstelle. Oder ich versuch's mal wirklich einmal jetzt so. Ah, gut. Genau. Ja, beides auf einmal, wie gesagt, machen. Kristall so wie Dingens hier. Die Kisten ist halt wirklich arg schwer, wie man sieht. Ey! Komm schon! Ich sag's ja. Also man muss, wenn man die Kisten haben will, wirklich langsam machen. Das ist echt doof. Dann eben nochmal. Ich weiß, ich stelle mich momentan echt blöde an. Aber naja. Wollte schon sagen, wenn ihr mich länger kennt, ihr seid ja Kummer gewohnt. So. Ganz langsam. Schön sachte. Ih, wie war denn eben das Schild da oben? Das sah ja mal eben richtig komisch und ekelhaft aus. Naja. Und hopp. Jetzt bitte die hier. Ich sag's ja, es ist eigentlich schier unmöglich, beides auf einmal zu machen. Wenn ihr das könnt, habt ihr auf jeden Fall meinen Respekt, wirklich. Aber ich kann das leider nicht.
weil ich da zu doof für bin. So, jetzt. Hau ab. Fahr zu! Du hast schon 4 Räder. Müsstest eigentlich schneller sein. Obwohl, nicht unbedingt. Vom Gewicht her. Muss ich jetzt ernsthaft hier stehen bleiben? Bis der da vorne endlich weg ist. Naja. Ich glaube, ich bin aber auch ein bisschen froh, dass ich keinen Führerschein habe und nicht irgendwie mit Auto oder so fahren muss. Ich glaube, ich hätte da nicht die Geduld für. Wenn ich mir so die ganzen Dashcam-Videos von einigen angucke. Boah, nee. Das wäre mir, glaube ich, echt zu nervig. Na komm, fahr zu. Ich sag's ja, wenn das nicht ganz zu sehen ist, das ist echt gruselig manchmal. So, jetzt aber hier. So, okay. Also hier muss man noch ein Tickchen langsamer drüber. Mit Vollkaracho hat man ja gesehen, da kann man sogar die Kiste dann übersehen. Beziehungsweise nicht mitnehmen. So, hier war das noch nicht. Ich glaube, jetzt muss ich auch schon ein bisschen Gas geben, weil das gleich hier links ist. Autsch. Ja, irgendwo hier links müsste das sein. Falls ich jetzt nicht schon wieder eine Kiste übersehen habe. Ah, verdammt, was ist denn das? Ich glaube, ich lade das gleich nochmal und starte die Aufnahme neu. Das gibt's doch nicht. Ach, nee. Also, pff. Da muss ich dann rechts auf den Boost und dann rüber. Okay. Ich hasse so ein Trial and Error. Das ist so nervtötend. Und das hat mich auch bei Teil 1 gestern gestört. Dass man so viel rumprobieren muss, dass man das überhaupt irgendwie hinbekommt. Nee. Nee, nee, nee. Echt. Ich dachte vor allem, warum sind die so übelst lahm? Ich weiß, damit ich hier gut durchkomme, aber trotzdem. Das ist doch lächerlich. Ich drücke kaum auf die Tube und jetzt... Das ist nicht mal Schrittgeschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Na gut, vielleicht doch ein bisschen mehr, aber... Kommt schon, das ist übelst lahmarschig. War es nicht auch so, dass man gar nicht zu langsam fahren darf und wirklich mit Maximalgeschwindigkeit fahren sollte? So, wenn Tempo 70 vorgegeben ist, sollte man auch so schnell fahren? Irgendwie sowas habe ich da im Hinterkopf. Die 2 Kisten. Ich lasse den da ruhig mal ein bisschen weiter vortuckern. Ah ja, dann jetzt hier. Dankeschön. Ja, super. Ah, es ist zum Kotzen. Vielleicht schneide ich das auch sogar raus. Wer weiß. Obwohl, wenn ich so meine Schwester immer so die Kommentare lese von ihr, also ja. Sie findet das irgendwie lustig. Naja. Solange es Unterhaltungswert hat, kann man es drinnen lassen, glaube ich. Ja, ja, fahrt ihr mal. Jetzt lasse ich mir echt Zeit. Oh, das ist echt... Das ist wirklich garstig, dieser Level. Ich sag's ja so, die Anfangslevel hiervon waren noch in Ordnung, aber jetzt, ja. Ach ja. Ja, stimmt. Wenn man irgendwie weiter rausfährt, dann kommt man auch wieder hier auf die Straße. Da, verpixelt und schöner. Ich habe auch schon bei der, Insane Trilogy zumindest schon mal angetestet, wie jetzt Teil 3 sich spielt und es ist wirklich schön. Habe ich auch schon überlegt, das vielleicht auch mal als Let's Play mal gucken.
Aber momentan, ich glaube, wenn wir jetzt Teil 3 hier durch haben, dann bin ich auch erstmal übersättigt. Zumindest mit dem Aufnehmen. Und ich glaube, ihr wollt ja auch nochmal was anderes sehen, als immer nur jetzt Crash Bandicoot und Littlewood, ne? Wie man auch hört, dass die da so rüberbrettern hier. So, hier. Ah ja, da vorne ist der nächste. Da kommt, glaube ich, gleich wieder die Stelle mit den Doppelrampen. Na, ich warte lieber nochmal. Zwischenzeitlich. Prost. Mhm. Ah, je. Und ich habe auch schon gestern Abend gemerkt, ich habe so übel Muskelkater, weil ich das lange Latschen gar nicht mehr gewohnt bin. So, jetzt. Hopp. Sehr schön. 14. An dem Punkt hier immer 14 haben. Okay. Boah, wie lahmarschig ist der? Der ist ja immer noch da. Ich sag's ja, das ist irgendwie so... Hä? Warum sind die so lahm? Höh, okay. Hier ist okay. Hier ist okay. Oh Mann. Ach, ich kann sogar abbremsen. Cool. Aber dass er jetzt nicht zurückfahren will, das ist so doof, ne? Ich lasse den wirklich einfach vor. Das ist sonst schier unmöglich. Zumindest für mich im Moment. So, hier lang. Müsste jetzt irgendwo... Ja, genau, da ist der eine Boost. Und jetzt... Ja, mitgenommen. Boah, endlich. Da oben sind Kisten. Links. Dann jetzt rechts. Nein! Ist das ein verdammter Ernst? Eine Kiste? Ah, okay. Machen wir so, er heult jetzt. Eine Kiste! Und das nur, weil ich den wieder mal nicht hab warten lassen. Ah! Aber ich glaube, das Gefluche jetzt gerade, das ist noch absolut Minimum an Gefluche. Das, was ich da gestern hatte, das war... Nee, das war unsagbar. Was könnte ich noch erzählen? Ja genau, ich wollte morgen einen Zitronenkuchen backen. Mal gucken, wie es ausgeht. Im besten Fall haben wir einen schönen Blechkuchen. Wenn nicht, dann nicht. Dann babscht er eben am Backblech an. Ja genau, ich backe gerne, ich koche gerne. Handarbeit, Zeugs ist auch super. Nähen, sticken, häkeln, was auch immer. Ach nee. Das ist jetzt echt so mies. Ich hab das gar nicht mehr so beschissen in Erinnerung. Ich muss es echt so sagen. Weil das ist ja gerade echt Beschiss irgendwie. Eine einzige Kiste und das nur, weil der Vollpfosten unbedingt vor mir fahren musste. Ja, du da vorne. Ah, nee. Ich weiß, aufregen, das bringt eigentlich auch nichts. Außer Unterhaltungswert, glaube ich. Wie gesagt, so wie ich es halt immer raushöre, ja, ihr findet das lustig. Oder zumindest meine Schwester. Na, jetzt hat man das nicht gehört, okay. Vielleicht nur vom Erstplatzierten hört man das, wer weiß. Ich glaube, hier werde ich dann aber auch fluchen, wenn ich dann das ja, für mich selber so spiele. Bei der Neuauflage. Ich meine, guckt euch das mal an. Wie lahm ist das bitte? Wo sind wir hier überhaupt? Soll das irgendwie Nevada sein? Denn das eine Schild, da war ja so ein Alien drauf, von wegen wahrscheinlich Area 51 oder so. So, okay. Hier. Sehr schön. 14 Stück. Ich werde nicht zwischenspeichern. Das ist... Nein. Wozu? Wenn ich jetzt irgendwie ausmache und vorher noch speichern möchte, okay. Einfach, damit ich gleich vorne starte, wenn ich mache und so, aber... Naja.
Aber ich sag's ja, der Typ ist so lahm hier. Da waren die anderen Level so weit angenehmer. Achso, ja, hier muss ich jetzt, glaube ich... Ah, nee, noch nicht. Das ist die linke Seite hier. Da muss ich warten. Hier vorne dürfte das gleich sein. Ja, hier. Da war ich mal wieder halt zu gierig. Zu ungeduldig. So, der ist jetzt hinter der Rampe. Okay. Und... Nein! Okay, ich schneide das raus. Das ist doch Beschiss. Boah, es ist zum Kotzen. Ah! Genau, wie immer den Versuch, der funktioniert, den schneide ich rein. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Mal sehen. Ich sabbel einfach weiter. Vielleicht habe ich auch schon ein paar andere Versuche jetzt rausgeschnitten. Keine Ahnung. Aber das ist einfach lächerlich. Wir gehen da im Grunde mit Vollspeed drüber und dann sowas. Ach nee. Kann ich mir echt gut vorstellen, wenn Speedrunner das hier machen. Ja, dann sind die auch froh, wenn sie es geschafft haben. Oder vielleicht haben die ja auch eine bessere Taktik als ich. Dass sie da wirklich durchbrettern und dann, ja, zusehen, wie sie das hinbekommen und funktioniert. Das ist nur wegen dir, Arsch, hier. Autsch. Moment. Du kommst mit. Echt nur wegen diesem Vollpfosten hier. Hau ab. Los, fahr zu. Fahr gefälligst schneller. Du hast ein Auto. Na los. Kusch. Na los. Beweg dich. Kusch. Ah ja. Jetzt müsste ich, glaube ich, ein Stück langsamer machen. So. Ich meine, wie langsam kann ein Auto sein? Ja. So, ich warte hier lieber. Dankeschön. Fahr einfach zu. Wenn man manchmal dann auch so richtig üble Wörter im Kopf hat, um den Typen zu beschreiben. Nein, bleib hier. So. Schön, 14 Stück. Sehr gut. Ach, nee. Aber das sind dann teilweise so solche Wörter, die man eigentlich gar nicht benutzen möchte. Schon gar nicht für so einen Pfosten wie den hier. Weil das einfach nicht wert wäre. Na, ich weiß, vorlassen. Na, wie bleibst du? Ich sag's ja, der ist so unsagbar lahmarschig. Die bin selbst ich, wenn ich gemütlich gehe, noch schneller. Und ich gehe nun schon wirklich sehr, sehr langsam. So. Schon wieder! Das ist zum Kotzen! Dann wird der Versuch ja auch rausgeschnitten. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich das jetzt schon versucht habe. Ich glaube, 10 Mal schon. Immer dieses lahmarschige. Oh, es ist so nervig. Dass die aber auch selber nicht ausgebremst werden, ne? Ja gut, wenn die so lahmarschig sind, ist ja kein Wunder. Denn die bremsen einen ja selber aus.
hier. Mache ich das Ganze mal ein Tickchen schneller. Huch. Okay. Weil da vorne muss ich ja ein bisschen schneller sein. So, hier. Und da entlang. Es wäre so lustig, wenn ich jetzt alle Kisten kriege und sogar noch gewinne. Das wäre so... Boah. Irgendwie widerlich. Hallo? Hallo? Was ist denn das? Hau ab. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Danke. Nein, noch die Kiste wieder. Nein, das ist so doof. Ah, ich bin so müde. Ich kann doch sowas nicht. Wenn ich so müde bin. Warum mache ich das denn? Weil ich mich selbst folter. Und das auch noch auf nüchternen Magen. So, jetzt reicht's. Jetzt warte ich aber. Und sonst? Alles gut bei euch? Ich guck mal, was gerade auf Twitter so los ist. Ich weiß, es ist momentan übelst langweilig, aber naja. Ich lasse die jetzt einfach wirklich komplett vorfahren. Die sind so unglaublich beschissen, die Typen. Na, komm schon. Neues Handy bräuchte ich auch mal. Ich brauche bald 2 Minuten nur alleine, um Twitter zu starten. Schön. Na gut, 1 Minute. Oh, süßer Fuchs. Nö, Alkohol. Weg damit. Ich will doch keine Alkoholwerbung auf Twitter haben. Kann man mir mit Cola und Limette auch nicht schmackhafter machen. Oh, das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich eure persönliche Hölle? Dieser Level gerade. Oh, nein, Menschenmengen. Das wäre für mich so persönliche Hölle. Ich müsste mitten in einer Menschenmenge sein. Deswegen auch Bus- und Straßenbahnfahren gestern. Das war wirklich unangenehm. WG-Zimmer in Hamburg sucht die eine Person hier bis zu 500 Euro monatlich. Okay. Hm. Also für ein WG-Zimmer 500? Das ist aber ganz schön teuer, oder? Ja gut, Hamburg ist sowieso recht teuer, was Miete angeht. Habe ich immer so gehört. Ich bin ja schon froh, dass wir hier unsere Wohnung relativ günstig haben. So eine Zweiraumwohnung ist das hier, glaube ich. So 60 Quadratmeter? Ja. Naja. Wollen wir mal weiter gucken? So. Eins, zwei. Nicht angedotzt. Schön. So.
Hier nochmal. Dürfen jetzt 6 Stück sein. Nee, 7 sogar. Okay. Da die 2. So, dazwischen durch. Oder auch nicht. Geht auch. Vogel überfahren! Armes Ding. So, dann hier nochmal. Sehr schön. 10 Stück haben wir. Ich weiß, meine Artikulation ist gerade Gold wert. Wollte schon sagen, Comedy Gold. So, und wisst ihr was? Da ich keinen Bock jetzt drauf habe, obwohl... Na, ich fahre noch ein bisschen weiter und dann mal gucken. So, hier. So, fahren wir hier lang. Dann fahren wir hier entlang. An der Rampe vorbei. Hier noch dran vorbei. Boah. Frag mich, ob ich das ungeschnitten hochlade oder nicht. So, Brems. Speichern. Kein Bock, alles nochmal von vorne zu machen. Echt nicht. Geht doch, warum denn nicht gleich so? Und letzte Kiste. Ich hätte nicht mal speichern brauchen. 43 Minuten. Ich habe jetzt ernsthaft... Egal. Das hat einfach zu lange gedauert. Das wird so lange dauern mit Rendern, wenn ich das so ganz lasse. Und jetzt nochmal den Level. Und jetzt nochmal muss ich gewinnen. Aha. Ach nee, egal. Ich habe mir das Spiel ausgesucht, ich soll nicht heulen. So, und jetzt... Hä? Und die Textur eben. Stimmt, und diesmal kann ich durchbrettern. Das ist so schön. Ich sag's ja, wenn man durchbrettern darf, das macht irgendwie auch viel mehr Spaß. Ah, schade. Na, ich glaube, jetzt verliere ich doch eher. Denn die Booster, die sind so unglaublich wichtig. Dotz mir ja nicht hinten rein, du Spacko. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch nochmal so einen Schub nach vorne gibt, aber ich glaube ja. Ja, das ist gut. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Dankeschön. Also, ich bin Erster. Ich sag's ja, was ist hier? Wer mir das übersetzen kann, dem backe ich dieses Jahr Kekse zu Weihnachten. Ich mach ganz gute Mürbeteigkekse. Also hier, Schwarz-Weiß-Gebäck. Sind auch super lecker. Und nein, nicht diese Stangen, die man sich da einfach nur noch zurechtschneidet. Nein, sondern richtig. Die mache ich zu 100% selber. Ich brauche die Booster hier jetzt nicht einmal. Ich meine, ja. Naja, die Stelle hier. Ich speichere ab und es passiert auf Anhieb, dass ich es schaffe. Aber das ist ja meistens so. Kennt man doch. Und ich glaube, ja, früher als Kind habe ich hier auch massiv geflucht. Ich werde das wahrscheinlich ungeschnitten hochladen. Minuten. Ich wollte eigentlich noch Level 23 noch machen. Egal. Orangener Asphalt kann mich mal. Echt. Ah ja, genau. Gehen wir speichern. Bitte speichern. Ich habe so Hunger. Ach nee. Wir haben es gerade mal 14.11 Uhr und ja. Ja, bitte. Speichern. Ich wollte heute eigentlich noch eine Folge aufnehmen. Aber erstmal muss das Ganze ja hier durchrendern. Und ja,
Zwischenzeitlich möchte ich nochmal was essen. Und dies und das und jenes auch noch im Haushalt machen. Deswegen, naja, egal. 46 Minuten, gleich 47. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung Link zu Twitter und Instagram, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Crash Bandicoot 3 wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.